Ja, hallo ihr Lieben, wir haben schon eine gute Stimmung hier. Heute wieder ein neues aus der Werkstatt. Genau, und das ist der Herr Dohndorf. Gesagt, das ist der Ulrich, und sagt der Hans-Jürgen, ja, faul, angenehm. Also, der Ulrich ist hier mit seinem IONIQ 5. Nach unserem Aufruf, ne? Nee, noch nicht. Ach, der kommt auch noch. Der kommt auch noch, der Aufruf. Genau. Ja, doch. Jetzt, wenn das gesendet wird, wird der Aufruf wohl selbstverständlich da sein. Aber wir haben ja schon mal einen getestet, einen Wagen. Ja. Und wir wollen jetzt so regelmäßig gucken, was können die Autos, was können die Akkus. Und es geht um Elektrofahrzeuge und um die Akkus der Elektrofahrzeuge, inwieweit die noch gesund sind, wie gesund sind die. Und den Aufruf machen wir später. SOH, State of Health, oder wie heißt das? Ne? Ja. Also, wie ist der Gesundheitszustand? Und wir haben jetzt schon alles eingegeben. Jetzt noch das Interview mit dir. Wie hast du den Wagen geladen? Wie alt ist der Wagen? Wie viele Kilometer hat der gelaufen? Der Wagen hat rund 140.000 Kilometer, ist 3 Jahre alt. Also, ich müsste ihn jetzt nächsten Monat abgeben oder eben übernehmen. Also, du hast ihn geleast? Okay. Ja, genau. Was kostet die Leasingrate gerade bei dem Wagen? 260 Euro. Das ist ja auch ein Schnapper. Ja, ich habe den alten Wagen eingetauscht. Ah, okay. Und dementsprechend ist die Leasingrate darunter, ja. So, du hast den Wagen immer schnell geladen? Zu 70% schnell geladen, ja, aber nur bis 80% grundsätzlich. Ja. Okay. Nie zu 100%? Nein, nie zu 100%. Also 100% mache ich nur, wenn ich den über 11 kW lade. Mhm. Bei uns ist ein Aldi in der Nähe, da stöpsel ich den ein und dann gehe ich den nach 5 Stunden wiederholen und das ist gut. Mhm. Okay, also 80%, das soll auch helfen, wenn man die Akkus nicht voll gegen die Wand fährt, will ich mal so sagen. Und 80% geht ja auch relativ schnell. Die letzten 20% braucht ja fast die gleiche Zeit, wie das auf 80% hochlässt. Ja. Gut, du willst den Wagen kaufen, das ist so deine Idee, ich ja meinen Hyundai auch gekauft habe. Gib mir eine Prognose ab. Oder was? Ab wann wird es zum Kaufen? Also ich muss ja rund 10.000 Euro nachzahlen, wegen der Mehrkilometer. Ja. Und 21.000 Euro ist der Rest wert laut Leasingvertrag. Das heißt also, ich müsste dann jetzt die 21.000 Euro zahlen. Okay, 10 müsstest du sowieso, dann würde sich das Auto jetzt im Prinzip 11.000 kosten. Ja, genau. Und ab was für einem Batteriezustand würdest du kaufen? Wenn der jetzt bei 94% liegt, so wie das auf meinem Handy angezeigt wird. Zeig mal. 94% noch? Er hat eine App sich gekauft, die er in den OBD-Stecker reinstecken kann und dann die App zeigt ihm an, viele andere Sachen, Temperaturen und. Und auch den Zustand, den ausgelesenen Zustand der Batterie. Das, was der Fahrzeughersteller sagt. Da ist das Programm, wunderbar. Ah ja, komm her. So. Also, es zeigt jetzt hier an. SOH, State of Health, 94,6. Das ist das, was der Hersteller sagt. Ja. Wir schauen mal, was wirklich ist. Ja, ist wirklich wir ist. Prüfen ja, indem er wirklich was die Batterie für eine Kapazität hat, also wirklich jetzt in diesem Moment. Und wir haben schon alles eingegeben. Und dann würde ich sagen, starten wir das Programm. Das dauert ja ein bisschen, bis da. Vorziehen an dem OBD-Stecker des Fahrzeugs. Oh, das habe ich vergessen. Oh. So, manchmal. Herr V, darf ich Sie bitten? Und wir müssen natürlich die Zündung einschalten. Ja, also, wir gehen auch unten an den OBD noch dran. Warte, ich so. Zündung. Der ist hier unten runter. Hör ich reinstecken? Ja. Und die Zündung bitte anmachen. Ja. So, Schlüssel legen wir dahin. Legen wir besser mal hier rein, damit es auch wirklich Kontakt hat. Super. So, Zündung einschalten. So, Steckverbindung anschließen und das Armaturenbrett einschalten. Also nicht Zündung, sondern das Armaturenbrett einschalten. Hast du an? Ja. Okay. So, wunderbar. So, dann. Weiter. Was? Habe ich doch vorhin schon eingegeben? Hä? Okay, da ist mir vorhin abgestürzt. Gut, ich gebe eben die Daten ein, wir machen einen kurzen Schnitt. So, jetzt ist der Test beginnen. Und da schauen wir mal. Ja. Das läuft. Läuft. Alles klar. Wunderbar, jetzt wird, kann man sehen, ne, der lädt jetzt hier wird gut. Mit 19,9 kW. Test läuft jetzt ab. Dann warten wir und wir machen mal weiter mit neu aus der Werkstatt und den
Gucken wir uns gleich schon mal rein, den Test, wie er gelaufen ist. Und ich bleib so lange hier stehen, bis es fertig ist. So, ihr erinnert euch bestimmt an den, in einem von den letzten Videos an den Mercedes mit dem Luftfahrwerk, der da vorne so ein bisschen... Ich stand da auf der Bühne, genau. Beinchen hängen ließ. Genau, der war so runterhängt. Der Mercedes ist ganz schön geknickt. Ist ganz schön geknickt. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Da, hier ist das... Federbein? Das ist das Federbein? Ja. Das ist das rechte Federbein. Genau. Und da hatten wir ja hier irgendwie so aufgeschnitten, wie war das? Also hier unten, und da kam das raus. So. Schaut euch das mal, wie es aussieht, wenn es alles neu ist. Oh, da ist noch ein neuer Querlenker mit reingekommen. Und das ganze Federbein. Hier sehen Sie mal eben 2000 Euro. Natürlich beide Seiten neu gemacht. Genau. Und wenn Sie die andere Seite sehen, sehen Sie nochmal 2000 Euro. Ja. Und dann muss jetzt noch Achs vermessen werden und. Also gut, neue Reifen sind auch noch drauf gekommen. Also, aber lohnt sich natürlich voll für das Auto. Wir können ja noch mal einen kurzen Rücksprung machen. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, dass das aber ziemlich das kostenintensiv wird. Ja gut, aber bei dem Auto, ich meine, guck dir mal an, was das für ein geiles Auto ist. Total schönes Auto. Hast du schon gesagt, was das ist? 560 oder was ist das? 500er. 500er. Ja, 500er, Akustik. 2013er. Akustikverglasung hier, Doppelglas. Ja, super Auto. Doppelglas und auch noch Wärmedämmglas. Guck mal. Hat der. Hat der auch. Softglas, hat der auch. Jetzt. Ja, großartiges Auto. So, und jetzt lassen wir mal schauen, weil... Das ist eine S-Klasse, lohnt sich immer. Komm her, ich nehme das mit. Ist das schwer. Ja. Wo das jetzt rausgekommen ist, wir gehen jetzt mal draußen hinten auf den Hof und flexen das mal auf und gucken mal, was da ist. Unser Test hier, der läuft noch wunderbar. Das ist ja schön. So. Hier unten auf die Erde am besten. So, hier soll man in den Schatten gehen? Nee. Bist du kein Sonnenmensch oder was? Ja, ich habe kein Bier dabei. Was soll ich in der Sonne? Stimmt, wir sollten in den Schatten gehen. Hier. Schutz die Brille. Ja, danke. So, dann würde ich sagen. Wollen wir den erstmal weg hier? Schlitz auf. Moment, ich mach mal. Lass ihn mal weg hier. So, also hier oben, da geht die Luft rein. Ne? Da. Da ist extra eine ganz kleine Leitung, ganz dünne, schmale Leitung. So, und hier drüber läuft dann die Regelung über diesen Anschluss. Ne? Über die kleinen Hydraulikzylinder da unten. Genau. Oder Druckzylinder. So, jetzt müssen wir mal gucken, was meinst du, wie schneiden wir das denn auf? Okay, wir schneiden das mal. Schau mal, wo wir hingehen. Das ist gerade das, was wir so lieben. Und die Zeit zu nehmen, mit euch zusammen mal gucken, was ist denn da drin überhaupt? Ich meine, da haben wir schon voll die Hammer Sachen entdeckt. Schöne Sachen, wo wir auch gelernt haben dabei. Hand weg. Das ist der Luftbalk, der hier drüber das sitzt. Ist das, der hier runterdrückt. Guck mal, das hier. Ist der Luftbalk. Ah, hier, da ist er kaputt. Da ist er kaputt. Von oben geht der Druck und das ist der Luftbalk. Guck an. Und das ist der Dämpfer. Ach, und da guckt man, dann machen sie hier drauf, das ist die hydraulische hier Regelung. Hier drücken die drauf, da sitzt der die ganze Zeit drauf, wenn er voll aufgepustet ist. Genau, und dann machen die Regelung hier drüber und das ist die hydraulische Regelung. Ja. Der hat eine hydraulische und eine pneumatische Regelung. Die Luftfederung und hydraulische Regelung der Dämpfer. Genau, das läuft hier drüber, Pneumatik, ne, hier oben drüber. Darüber wird das geregelt. Und hier drüber dann, die hat der nochmal eine hydraulische Regelung. Geil, ist da noch gekannt. Das sind solche Dinge, wie du am LKW oft siehst, die da hinten drin hängen, die Bälge, ja. Wo der LKW auch mit seiner Federung bedient. Und da ist die Stelle, die kaputt ist. Ja. Ja. Ja, mega. Das ist ja interessant. Und voll, ne? Warum ist es genau da kaputt hier, ne? Ja. Die Falte ist ja ringsrum, überall gleich. Nötig.
Ach, okay, das ist ein Doppelsack. Ah, guck an. Ja? Ja, haben ja. Sie, dann haben Sie das hier noch hier oben reingelegt. Also hier oben fest und dann wird der so rum reingelegt und hier wird der selbst draufgeklebt. Und der ist gar nicht geklebt. Ist auf der oberen Seite, ist er irgendwie fest gemacht. Genau. Ja, genau. Und so ist dann dieser Bereich, wo der drin arbeitet. Hier ist der Luft, das ist der Luftsack. Aha, das sind die Luftsäcke hier. Ja, guck mal. Das ist einfach geil, wenn man sowas mal aufmachen kann. Ne? Ja. Und hier oben wird dann der Reservekanister sein, damit er genug Druck hat da drin. Ne? Ja. Ja, mega. Echt interessant. Ja, super. Sehen Sie, haben wir so ein Ding jetzt auch mal auseinander. Aua! War ja klar, dass ich mir wieder wehtun. Ne? Mhm. Haben wir so ein Ding jetzt auch mal auseinandergenommen. Mhm. Ah, dann wird er direkt entsorgt. Auf den Schrott. So, dann wissen wir das jetzt auch. So, dann haben wir jetzt hier, aber wenn wir jetzt einmal schon hier hinten sind, haben gerade Besuch bekommen von dem Besitzer von der Pumpe, von unserer Wasserpumpe, VW-Pumpe. Boah, der hat echt ein paar Kilos. Urba! Das ist eine Feuerwehrpumpe. Hier wird das Wasser aus der Zisterne angesaugt, wird das hier verdichtet oder transportiert und kommt hier aus den Rohren rechts und links raus. Diese Öle brennen nicht mehr. Siehst du, wie feucht das noch ist? Ich glaube, dass der keinen Zündfunken hat, Jürgen. Die wollten wir ja versteigern. Also, da haben wir ein paar Leute, haben sich gemeldet, haben wir zurückgemeldet, aber irgendwie hat sich da... Das ist nichts Richtiges draus geworden. Irgendwie? So, und der will jetzt irgendwie das bei eBay versteigern. Den holen wir jetzt mal rein. Die Pumpe steht ja da vorne in dem Container drin. Ich gehe mal einen Schlüssel holen und hole mal den Besitzer davon. Mal gucken, was der uns jetzt zu sagen hat. So, das ist Manfred. Wie ich gerade schon angekündigt habe, dem gehört die Pumpe. Sag mal einfach, wir packen einfach mal hier aus. Und dann, ja, ich habe ja mal früher Feuerwehren gesammelt und so weiter, habe das alles so ein bisschen abgebaut, aber dann habe ich wieder irgendwas gesehen, so eine blöde Pumpe und einen Käfermotor. Die Kombination habe ich noch nicht gehabt. Dann dachte ich, was mache ich damit? Ich habe die im Ahrtal abgeholt. Die hat da auch wirklich bei der Flutkatastrophe aktiv gearbeitet, hat, glaube ich, trotzdem nur 160 Betriebsstunden. Und dann bin ich von dort aus direkt nach Köln gefahren. Ach so war das, das wusste ich auch nicht, siehst du? Ich habe doch erstmal nichts gesagt, du warst an dem Tag nicht da. Aber deine Söhne haben gesagt, die zwei werden da richtig Spaß haben. Da haben sie so ein bisschen vorausgeschaut, die hatten ja beide wirklich viel Spaß mit dem Ding. Wir hatten enorm viel Spaß daran. Ja, das hat richtig viel Freude gemacht. Da, toll. Also meines Erachtens bis jetzt dieses Jahr die größte Herausforderung ist ein VW-Motor. Ja. Ja. Starten tun wir das Ding, indem wir hier eine Kurbel drehen und den Motor damit anschmeißen quasi. Dadurch, dass er sich dreht, erzeugt er hier drin in diesem Generator, der hier drin ist, gleichzeitig die Spannung für die Zündspule. Die Zündspule erzeugt den Zündfunken für die Zündung. Boah. Oh. Ha! Hans-Jürgen hätte ja fast tot sein können, weil wegen der Kurbelei irgendwas falsch gemacht oder sonst irgendetwas. Ihn hat es Muskelmasse gekostet ohne Ende. Ich dachte, jetzt werden sie auch aufgeben, jetzt ist Schluss. Aber aufgeben ist für euch keine Option. Keine Option. Keine Option. Keine Option. So sind sie halt. So haben sie es halt durchgewascht genau. Und dann haben sie es da hingekriegt. So, und jetzt willst du. Da steht das gute Stück. So, hier sind ja noch die ganze Verteiler, ne, die wir da noch für besorgt haben. Ach so! Manfred, erzähl ruhig mal weiter, was du jetzt bei eBay machst, weil ich habe noch mal Post bekommen zu dem Links. Ich gebe eben den Brief holen, machen wir weiter. Also es kamen sehr viele Angebote rein, hier per E-Mail an die Autodoktoren. Wirklich Spaß, die Bieter dabei, fünfstellige Beträge, Tausch gegen kranke Haustiere oder sonst irgendwas. Haben gesagt, komm, lass uns das doch einfach jetzt offiziell bei eBay reinsetzen. Das soll für einen guten Zweck sein. Die Leute einfach, ich finde es dann so verarscht zu werden, das ist eigentlich der Sache nicht angemessen. Also wir werden einfach das ganze Geld, Mindestbetrag ist 500 Euro, da startet das ganze Ding und der Rest wird komplett gespendet, ja, an den Eisvogelverein. Und wenn ihr das Ding kauft, dann habt ihr ein wirkliches Unikat dafür. Das gibt es nur einmal so von den beiden Jungs gemacht. Ihr macht noch ein Autogramm drauf. Hier genau. Auf die Kappe, ne? So, ich habe noch Post bekommen. Vom David aus der Pfalz, der hat auch so einen Teil gehabt und hat das gesehen, wie wir es repariert haben. Und hat gesagt, ey Mist, ich bekomme nirgendwo so einen Verteilerfinger. Und hat sich angerufen und sagt, er könnte mir so einen Verteilerfinger geben. Und ich sagte, ja, kein Problem. Habe ich dem den Verteilerfinger abgemacht. Oh, das, oder einer für den anderen hier. Hier sind noch jede Menge drin. Und habe ihm dann den Verteilerfinger zugeschickt. Und
erstmal 20 Euro dafür bezahlt für den Eisvogelverein. Dankeschön. Und er sagt, er hat den Verteilerfinger eingebaut. Fünfmal kurbeln und das Ding läuft. Ja. Weil er hat nirgends so einen Verteilerfinger, da haben wir noch jemandem geholfen. Das ist doch mega. Ja, warum wollt ihr euch nicht komplett darauf verlagern? Was? Lass doch das Zeug doch mal. Ihr macht Urlaub, lass mal kurz überlegen. Nee. Nein. Okay, also. Autogramm kommt drauf, Autodoktoren kommt, Aufkleber kommt drauf. Genau. Ja. Ersatzaufkleber kommt auch mit. Und der. Das Ganze ist bei eBay zu sehen unter Feuerwehrpumpe Autodoktoren. Wenn ihr das suchen sollt, da könnt ihr drauf bieten. Ja, und wenn ihr dann Bock habt, kommt da vorbei, dann machen wir noch ein Foto. Und hier vorne machen wir noch einen Aufkleber drauf. Gut, also, die Aktion läuft bei eBay, du kümmerst dich drum und das für, wie gesagt, für die Krebshilfe, für einen guten Zweck. Also, haut in die Tasten. Keine technischen Fragen an mich, auch nicht hier. Ich glaube, es ist auch alles gesagt über das Ding. Ihr habt den Werdegang mitgekriegt, ausführlich über die Videos. Schaut nochmal in die alten Videos rein. Genau. Trotzdem gebe ich natürlich Auskunft. Abzuholen wäre sie hier. Genau, Köln und dann können wir doch ein Foto machen. Und ja, dann könnt ihr noch mal ein Foto machen. Okay, dann gucken wir jetzt weiter, ja. Was Neues aus der Werkstatt. Schauen wir mal, was da noch alles so geht da dran. Dann lege ich mich wieder hin, oder? Ja. Er legt sich wieder hin. Das wird teuer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich hab's Ergebnis. Und? Oh. Das ist so ein bisschen wie bei einer Prüfung oder was? Nein, genau, du heißt, okay, Hopp oder Schrott. Wir haben schon mal so, jetzt mal so ein bisschen recherchiert. Und Hyundai ist wohl recht ehrlich. Ach. Gegenüber VW, die ja. Nicht so. So. Okay, die, so. Wir haben eine höhere Toleranz. Und ist schon mal ein gutes Gefühl im Bauch. Ja, ja, hört schon mal gut an. Also tatsächlich, was deine App sagt. Echt? Kann man nicht meckern. 94,6%, super. Bei 140.000 Kilometern in 3 Jahren. Super. Ich hätte immer gedacht, dass die so lange halten. Ja. 140.000, das heißt, ist das schon. Das Ding kann ich ja noch mal bis 70% ist super, ja noch akzeptabel. Ja, ach, sobald du den übernommen hast, ne, macht er. Nee, ist das super. Ja, super, klasse. Das ist super. Ja, ja, ich auch. Also wir haben wirklich mit einigen gesprochen. Und also es gibt wohl auch Unterschiede in der Herstellung der Akkus. Ja. Und da sind die wohl ganz gut, weil die auch unglaublich viel Erfahrung haben. Die machen das auch schon länger. So, und ja. Das, also wir sind ja am Eruieren und am Entdecken, was passiert überhaupt auf dem Markt. Und das ist wirklich geil, also muss ich sagen. Super. Also, bei der Kilometerleistung. So und, kann man das übernehmen. Und du hast, also das ist wohl cool, den nur bis 80% zu laden. Ich denke, das macht dazu weiter. Ja, ne? Grundsätzlich. Also ich bin das ist, glaube ich, eine coole Nummer. Das ist wie das gleiche, als wenn man bei einem Benziner, wenn man morgens startet, direkt Vollgas gibt. Das ist eben auch nicht gut. Dann fährt man eben auch langsam warm. Und so ist das. Und lag das Ding bis 80% und 94,6%. Was hat der nochmal angezeigt auf deiner 94,1. App? 94,1. Ja, passt doch. Ist sogar noch besser. Ja, passt doch. Wunderbar. Ja! Super. Cool. Da freust du dich, ne? Ja, ist wirklich super. Klasse. Das lohnt sich, die Investition. Gute Fahrt nach Hause. Ja, danke schön. Zurück nach Mainz. Ich habe aber noch was. Nee, ich muss noch nach. Ich habe heute Nachmittag noch einen frischen Termin. Ach gut, da hast du ja, eine super Idee. Das ist ja, super. Ja, genau. Großartig. Ja. Super. Also, wer noch Bock hat auf so einen Test, schreibt es einfach. Ne, schreibt es einfach an unsere kontakt@kfz-parsch.de. Oben in den Reiter rein, Batterietest. Und dann gucken wir, was wir machen können. Wir wollen das erkunden, wie die Dinger funktionieren. Das ist schon mal wieder ein neues Ergebnis. Vorige Woche war es ja ein bisschen. Oder davor die Woche ein bisschen der arme Kerl mit seinem VW. Aber so ist das eben. Ja. Ja. Wollen Sie was Gutes oder wollen Sie was von hab ich gesagt. Ja. Oh. Gut. Ja. Ich habe noch was. Der eine macht das so, der andere macht das so bei den Autos. Ne? Ja, alles gut. Wir sammeln jetzt einfach unsere Erfahrung und das ist auch cool. Ich bin jetzt auch total begeistert, dass es so ist. Weil es war ja echt das letzte Mal, war ja so ein bisschen, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich die kaufen will. Aber du kaufst den Wagen jetzt oder was, ne? Ja, ja. So, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, zur Bank zu kommen. Ne? Und ich weiß ja, was das kostet hier. Aber ich sammle für Vereine, immer, also wenn ich einkaufen gehe, der Kleingeld kommt in die Tasche und anschließend zu Hause in die Kiste. Mhm. Wenn die Kiste voll ist, fange ich an zu sortieren. Oh. So, und das sind jetzt 4x50. 200 Euro. Für den Eisvogelverein. Ah. Ja? Vielen, vielen Dank. Alles klar. Cool. Oh, wow. Ja, super. Vielen Dank. Gerne. Da habe ich
nicht mehr geschafft, zur Bank zu kommen. Oh, das ist aber ein schöner Ansatz. Also der Nächste, der kommt zu der kleinen Spende für eine Eisenbahn. Super, Dankeschön, ja? Dankeschön. Also, muss ja nicht immer so viel sein. Ich habe trotzdem die Hälfte gespart. Ja, ja, also von daher. Super. Gute Fahrt, gute Rückreise. Wir klemmen dich noch ab, nicht, ja, weil das Kabel so ist nicht so lang. Das reicht nicht bis Mainz. Josch hat jetzt gerade den Wagen laufen lassen. Ist ja vorne noch relativ weit unten. Jetzt bläst er den mit dem Tester auf. Hab schon. Der ist gerade in der Regulierung drin. Ah ja. Ist denn das egal, dass der auf der Bühne steht, Joschi? Du musst ein bisschen vorfüllen. Ja. Aber der müsste doch eigentlich noch ein bisschen höher kommen vorne, oder? Okay, das ist auf der Seite, ist er auch so weit runter, ne? Ich mach drüben auch weg. Jetzt kommt er hoch. Jetzt kommt er hoch. Ja. Ja, jetzt geht er hoch. Kann man schön sehen. Wenn ich das vorstelle, dieser kleine Balch, den wir da vorhin so aufgeschnitten haben, dass das so ein ganzes Auto... Was da für ein Druck drauf ist. Was die für ein Druck erzeugen müssen. Absolut. Wie viel so Druck gehen die da rein, Joschi? Kannst du das sehen? Nee, Druck kannst du glaube ich nicht sehen. Ja. Kannst du sehen? 8,6 Bar. Ach, ja. Mhm. Ja, gut, das ist natürlich viel Zeug. Ja, auf diesem kleinen Raum, Bar. Ne? Ja gut, aber jetzt kommt er hoch. Ja, jetzt ist er schon. System regelt wieder. Ja, mega geil. Subi, so, wir gucken jetzt mal vorne an den Golf, da haben wir einen fetten Unfall. So, schaut mal hier. Kleiner Unfall. War eigentlich von außen gar nicht so schlimm. Fangen wir nicht erst wieder an, heute wieder Neues aus der Werkstatt? Nein. Nein? Der Junge ist schon wieder noch wieder ganz anders. Nee. Also, oh. Ihr könnt uns einen großen Gefallen tun. Bitte keine Süßigkeiten mehr schicken, sondern Bio Vital oder irgend sowas. Bulicitin, ne? Bulicitin. Ja. Oder Tetravitol, der segensreiche Löffel. Wir sind gerade noch vor, damit Jürgen dachte, ich pinkeln muss. So, jetzt ist aber genug. Keine Angst, so weit ist er noch nicht. Ich bin ja noch keine 90. So ist das eben hier. Ja. Also. Letzte Stunde. Lässt aber alles drin, ne? Ja. Voll, super. Ja. Dann können wir jetzt einfach weitermachen. Hier ein kleiner Unfall, war gar nicht so schlimm. Könnt ihr euch die Fotos angucken? Der Patrick ist sich auch kaputt lachen. Wo redest du jetzt über Jürgen wieder, oder? Sieht gar nicht so schlimm aus, war gar nicht so schlimm, der Unfall. Nein, wir sprechen jetzt hier von dem Auto. Von es geht hier Golf. Um Autos. Von dem Golf, hier halt noch fest. Mal später. Ja. Also, war gar nicht so schlimm. Schaut euch mal die Fotos an. So, schätzt mal. Da ist vorne die Maske kaputt. Stoßfänger muss lackiert werden. Was haben wir denn hier noch drin? Das ist jetzt gerade noch gekommen. Was ist denn hier noch drin? Da ist doch bestimmt der Stoßfänger drin, oder? Nee, der Stoßfänger, der ist schon weg zum Lack. Ach so. Zum Lacker. Ja, was soll denn da noch dran sein? Ach, der Spoiler. Frontspoiler. Ja, der Frontspoiler. Die Lippen von unten runter. Ja. Oh, ich sehe gerade, muss der auch lackiert werden? Nee, der ist schwarz, ne? Der ist schwarz, ja. So, schätzt mal ungefähr. So, ich dürfte mal die Schätzungen abgeben. Also, ich sag mal, ich würde es für zwei machen. Ja. Schaden von über 6.000 Euro. Ja. Ist das nicht Hammer? 6.000 Euro. Wahnsinn. Die Dame ist irgendwo drüber gefahren. Reifen so ein ganz klein wenig kaputt gemacht, ja. Mhm. Ja. Schon. Die Seite war am kaputtesten, ne? Verteilerkreis vielleicht? Ich weiß nicht. Ja? Ich weiß nicht. So, du wolltest auch noch was sagen? Ja, dass es immer kurioser wird mit unserer Ersatzteilbeschaffung.
Das ist ein Wasserrohr aus dem Opel Zafira. Guck mal, ich habe ein bisschen was an Material dazu gebracht. Hallo zusammen. Ja, hier mal was aus der Rubrik. Es wird immer kurioser, und zwar mit unserer Ersatzteilbeschaffung. Wir haben hier einen Opel Zafira. Warte, ich drehe mal das Handy um. Einen Opel Zafira, 20 Jahre alt. Der hat eine Leitung kaputt, eine Wasserleitung kaputt. Das ist diese hier. Kann man schön sehen, das Ding ist hier durchgerostet. Hier ist nichts mehr zu flicken dran, hier ist nichts mehr zu reparieren dran. Diese Leitung sitzt hier unten drin, hier ganz unten unter dem Auspuffkrümmer. Hier sitzt der Auspuffkrümmer dran. Da unten drunter, ich muss alles ausbauen, der ganze Kram liegt hinten im Kofferraum. Alles ausbauen, nur um in dieses Rohr zu kommen. Und das meinte ich mit versteckter Leitung. Da unten drunter, über dem Turbolader, unterm Krümmer sitzt die Leitung. Sowas, so beschissen eingebaut. So, und jetzt denkt man sich, okay, dann bestelle ich jetzt einfach ein neues Rohr und fertig ist der Lack. Aber dem ist nicht so. Wir haben jetzt ein Rohr rausgefunden, weil wir im Internet recherchiert haben. Und ja, ihr könnt es wahrscheinlich genauso schlecht lesen wie ich, weil es ist russisch. Wir haben das Teil aus der Ukraine bekommen. Es ist unfassbar, dass wir jetzt unsere Klamotten, unsere Ersatzteile, upsala, gegen das Handy gehauen, unsere Ersatzteile in der Ukraine bestellen müssen. So sieht das Ding aus. Ich hole es mal aus der Verpackung raus. Ich habe es mal aus der Verpackung rausgenommen. Und man kann hier schön sehen, das ist ein Original-Nachbau für das Rohr, was wir hier brauchen. Hat zwar jetzt ein paar Wochen gedauert, aber jetzt haben wir es und jetzt müssen wir es erstmal wieder einbauen. Und es kann doch nicht sein, dass wir solche Teile, weil ein Auto schon ein bisschen älter ist, der ist glaube ich 15 Jahre alt, dass wir die Teile nicht mehr kriegen. Du kriegst sie hier in Deutschland nicht mehr. Nichts zu machen. Und dann haben wir es bestellt und dann kommt es aus der Ukraine. Die fertigen die Teile an. Extra noch mit einem Schleifchen drum und so, dass das aus der Ukraine gefertigt wurde. Aus der Ukraine, oder? Aus der Ukraine. Ja. Nur weil das Ding ein Wasserverlust hat, hier kannst du nichts dran reparieren, das ist total verrostet. Spittern Sachen. Na gut, da. Ja. Da läuft es dann raus. Ja. Ja, da kannst du jetzt was drauf. Nee, ja, jetzt löten, hartlöten, Dings, was weiß ich. Aber ich muss ja auch Garantie leisten. Und da, wo ja, das ja, Ding sitzt, du brauchst ungefähr 4-5 Stunden, um den ganzen Rüssel aus- und einzubauen. Ja, es ist eben ein Öpel, ne? Ja. Ja, aber gut, schön, dass die da noch produzieren und schön, dass wir mit denen was kaufen können. Dass wir überhaupt was kriegen. Ja. Ne, wir sind ja froh, dass das Auto steht ja schon 5 Wochen oder so. Also so, was für ein Schrott. Ihr Lieben, legt halt nicht dazu, dann baut dann irgendjemand einer. Wo gehört das denn hin hier? Also bitte, Buerlizitin, ne, oder Granofink und sowas, das braucht ja irgend. Ich eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Gesundeste von allen. Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Ich bin der Gesundeste von allen. Alle. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Scheiße.